bitte und dann hier nochmal so ein Weg. Dieser Weg, der wird steinig sein, glaube ich, oder? Weil hier oben liegt eine Menge Stein rum. Bin ja froh, dass ich mal wirklich so schnell wieder Stein gefunden hatte. Ich glaube, ich hatte es am Anfang erwähnt, dass ich ja nicht zum ersten Mal das Ganze drehe und tue und mache und sonst hier ist und ich immer bis Etage minus 5 runter musste, um dann mal Steine zu finden. Bin ich doch richtig froh, dass ich hier gleich auf Ebene 0 Steine gefunden habe. Was einige zuvor auch schon gefunden hatten. So, jetzt ist die Wand aber auch 2 breit. Wunderbar, so wie wir es wollten. Und jetzt können wir von diesem Weg abgezweigt quasi. Man könnte jetzt hier außenrum wieder den Weg auch weiterführen. Jetzt habe ich hier natürlich das Lager ein bisschen groß gebaut, aber ist egal. Weil hier hinten kommt eh nur noch Felsen. Könnte man das zur Lagererweiterung nochmal hier, ich weiß nicht, was am Kartenrand noch kommen könnte, so machen, dass man den Weg hier komplett außenrum führt nochmal. Wozu auch immer. Aber wer weiß, wir müssen ja noch mehr Sachen anlegen. Und hier ist es ja auch so ein wenig, dass man ja praktisch die Wege anlegen muss, damit dann auch die Leute relativ schnell von A nach B durchwuseln können. Deswegen habe ich jetzt diesen Weg hier auch erstmal hier oben angelegt. Weil hier vorne haben wir einen Durchgang. Und dementsprechend haben wir hier durch den Raum den Weg. Und hier ist ja der andere Raum direkt angedockt quasi, nur getrennt durch die kleine Wand. Und dann können wir hinten natürlich rausrennen auf die nächsten Gänge. Aber vielleicht werde ich hier oben nochmal so machen, einen kleinen Zwischenweg nochmal, weil ich werde natürlich jetzt hier hingehen und da den Steinmetz quasi reinbauen. So, jetzt muss ich mal schauen, wenn ich diesen Weg hier weiterführen würde nach dahin, dann, wir sehen hier oben sind lauter Steine, das ist toll, das ist super. Weil wir brauchen auch ohne Ende Steine und Holz und weiß der Kuckuck und ja. Kann man nicht genug haben von diesen Rohstoffen. So. Und dann würde ich sagen, ja, machen wir den erstmal so groß. Mal gucken, wie groß das ist. 7. Machen wir mal 8. Machen wir eine gerade Zahl draus, oder? Ich weiß es nicht. 8 in der Tiefe und 15 in der Breite. 16 wäre wiederum gerade. So, egal. Wobei ja nicht jeder Raum unbedingt jetzt symmetrisch gebaut werden muss. So, und jetzt haben wir natürlich hier dieses geschaffen, dass der Steinmetz direkt hier zu den Steinen kommt. Ne? So wie hier drüben quasi haben wir gegenüber auch die Destillerie und der kann direkt hier zum Vorratsraum der, ja, Leckerlichkeiten. Ah, aber darum geht es ja auch ein bisschen, dass man das Ganze ein bisschen durchdacht, durchplant macht. Und jetzt könnte man hier hinten das Ganze nochmal ein wenig erweitern. Und quasi, wenn hier irgendwann zu viele Steine rumliegen, dass man wirklich hingeht und sagt, naja gut, okay, wir erweitern den Raum noch mal ein bisschen, ne? Aber ich habe ja extra schon direkt einen großen Raum genommen, damit wir das möglichst nicht mehr tun müssen. Und weil wenn man ganz viele kleine Räume nimmt, kommt man irgendwann zu einem Punkt, wo man sagt, Lager voll, Lager voll, Lager voll. Und dann muss man entweder ein zweites Lager irgendwo hinbauen, was manchmal aber auch nützlich ist. Oder aber man ja, das Lager doch irgendwie erweitern muss und in Schwulitäten, wie man so schön sagt, kommt. Und dementsprechend dann Probleme kriegt. So. Jetzt wollen wir natürlich hier nicht weiter minen. Nein, wir wollen bilden. Und zwar Stonecutter kann man bilden. Ich kann Stonecutter bilden. Gut, weil jetzt können wir hier in diesen Raum alles hineinbauen, was irgendwie mit Steinen zu tun hat und Steine produzieren kann und ähnliches.
So, und jetzt sehen wir hier, wir haben eine Wordbank, wir haben ein Chair, also ein Stuhl, und ein Schüssel. Oder so ähnlich. Was übrigens, glaube ich, hatte ich in einem anderen Let's Play mal gesehen, Folge 2, eine Picke oder, nee, ein Pickaxe nicht oder so, aber das ist so, Meißel, genau, so heißt das Ding. Ne? Meißel war's, genau. Er hatte extra in einem Büchlein nachgeschaut und ich glaube, ich werde ihn hier auch mal mit ein wenig verlinken. Zumindest beim ersten Teil oder so. Also, ne? Weil wenn ich schon von jemandem Tipps mir abschaue, dann finde ich das auch gerecht, wenn ich denjenigen, also ich habe es immer auch drunter geschrieben, ich kommentiere ja auch gerne, wenn ich was zu sagen habe. Und ja, ich finde ja auch dieses Kanalbewerben von anderen, die dann mehr Abos haben oder sonst was und schon ein wenig größer sind, dass man da einfach hingeht und sagt so, hey, guck doch mal meinen Kanal und so und tolles Video und tralala. Nicht so toll. Nein. Bin ich ehrlich. Also selbst ich mit meinen paar Abonnenten hier, ne? Okay. Ich weiß nicht, wann ihr das Video guckt. Ich weiß nicht, wie klein, groß oder sonst was ich derweil dann bin. Also sage ich mal, ich habe derzeit 32 Abonnenten. Und ja, selbst da ist es so, dass ich von vielen Kanälen so einfach mal so, hey, als Kommentar, als Wärmemaßnahme benutzt werde, keine Ahnung, und dann ist das natürlich für jeden Kanalbetreibenden blöd und ich weiß gar nicht, warum sie es tun, weil momentan habe ich gerade mal so um die knapp 400 Videos, aber keine Abonnenten oder große Zuschauerzahlen in dem Sinne und habe ja erst dieses Jahr angefangen und bin jetzt, glaube ich, seit 5 Monaten dabei. Und hab doch ein wenig viel gemacht. An sich, ja, finde ich schon. Also ist schon eine Menge entstanden. Und, ja. Also ich zumindest sage immer so, naja, wenn ich was zu sagen habe oder so, dann kann ich auch was dazu sagen. Aber ich sag nicht, hey, guck mal bei mir oder sonst was, sondern wenn mich jemand interessant findet oder das, was ich kommentiere etc., dann wird er das schon von alleine tun. So ist meine Einstellung und, ja, ne? Oder eben auch so, wie ich jetzt diesen anderen, ich weiß gerade leider nicht den Namen, aber ich werde ihn wahrscheinlich ja verlinken, jetzt durch Zufall gefunden habe, dadurch, dass ich jetzt eine Lösung für mein Saftproblem gesucht habe und so weiter, ja, ne? Vielleicht auch dort rein kommentiere, hey, toll, hast mir weitergeholfen. Ich weiß jetzt, wie ich mein Problem zu lösen habe oder ähnliches. Und dann, ja, ne? So. Und, das mache ich jetzt nicht nur, um meinen Kanal zu bewerben oder sonstiges, ne? Sondern wirklich, weil ich froh bin, dass ich ihn gefunden habe und auch, dieses Problem damit lösen konnte und jetzt wusste, wie die Reihenabfolge ist, damit ich hier meine Destillation hinkriege, wobei die zweite immer noch nicht gebaut ist. Kann ich da irgendwie die Priorität mal hochsetzen oder... Eigentlich geht das, ne? Eigentlich schon. Move to. Tralala, aber keine Priorität. Sondern so, hey, mach das doch mal jetzt hier, ey. Aber na gut, es wird irgendwann gemacht. Aber vielleicht muss ich wieder mehr Fässer produzieren. So, ach guck mal, das Ding hat das schnell hingezimmert. Den Wood Carver. Carver. Ich glaube, Curve heißt das, ne? Kurve. Statue? Eine Statue erstellen? Statuettete? Okay. Puzzlebox. Gut, schön. Produzieren wir doch mal eine Puzzlebox. Wozu auch immer dient. Also. Ja, dann würde ich sagen, produzieren wir das noch und das für irgendwas werden wir es irgendwann nutzen, brauchen können, tun, aber er hat was zu tun, ne? Und, das macht übrigens alles der Woodcutter mit.
Ne? Also der ist ja auch Tischler und Schreiner und sonstiges. Und ja, jetzt hat er, haben zwei Woodcutter eigentlich 1, 2, 6 Arbeitsplätze. Super, ne? Können sich ja austoben.